Das so. Du hattest doch gerade. Nein, ich bin weit weg. Was? So, Feldstudien gehen weiter. Verdammt nochmal. Junge, was ist dein scheiß Problem mit deinem Leben? Ja, du hast mitten im Alter. Ja, ist kein Bock mehr auf das Studium. Ich brauch Schinken, aber schnell. Blute schnell aus, bitte. Dass mir das immer wieder passiert. Oh! Instant! Okay, du bist tot. Und jetzt sogar ein drittes Mal. Ich weiß, was du vorhast. Der Jonathan ist gar nicht mal so blöd, muss ich schon sagen. Weiß, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Hörst du das Herz klopfen, Jonathan? Ja, das kann ich nicht. Bei dem Satz gerade, der Jonathan ist wirklich nicht so blöd. Jetzt bin ich echt gespannt auf die Lösung. Warum? War so ein, er ist blöd. Okay, gut. Ich hab's gewusst, du Kleiner! Ich hab's gewusst! Alter, mein Herz! Was hast du denn gewusst, sag ich mal so? Dass du nur in meiner Nähe bist. Bist du nur da, wo ich gesagt hab, ho, ich setze Fallen. Bist du hingelaufen, hast mich aufgespürt, um ungefähr zu wissen, wo die Luke sein könnte. Und da habe ich mir auch gedacht, scheiße, ich war so lange am selben Punkt, du weißt jetzt ungefähr, wo die Luke ist. Deshalb suchst du auch nicht mehr nach Regeneratoren. Mir ist dann auch aufgefallen, ich habe lange nichts für Pumpen gehört. Du nutzt die Chance. Was hast du vor? Ist die Runde jetzt vorbei? Nein. Fuck! Fuck! Und hier ist er nicht mal. Nein! Echt? Sekunde, darf man ganz nur gucken? Nein! Okay! Ich bring dich mal dahin, dann kannst du sehen. Bitte, okay. Ich bin... Okay, zeig mal ja. Ich bin jetzt schon ein paar Mal dran vorbeigelatscht, oder? Aber weißt du, was ich noch gerne wissen möchte? Weißt du was? Nee, hier. Mann, ich möchte wissen, ob du reinkriechen kannst. Das würde ich gern wissen. Okay, mach das mal. Okay, gut. Warte mal, ich probier's mal. Das will ich gern wissen. Keine Ahnung. Kann ich? Probier. Er kann, ich kann. Alles klar. Okay, das sollte ich mir auch merken. Aber ich frag mich, wenn du jetzt gestanden wärst, ob dich die Bärenfalle erwischt hätte. Das hätten wir auch nochmal testen können. Du, ich hab das verfickte Ding gesucht und nicht gefunden. Immer nur dich und du erschreckst mich ohne Ende. Drehst dich schlagartig um, glotzt mir ins Gesicht. Ich so, seh mich nicht. Und rennst dann auf einmal in die komplett andere Richtung. Alter, also das war schon geil. Da hab ich mir gedacht, Alter, verreck endlich. Aber als ich schon in die Hände gelaufen bin, dachte ich mir nur, fuck, brech doch endlich die Animation ab! Und wie du dann in der Höhle warst, da warst du am Arsch. Ich hab noch Kopf, ist... Nee, ich wusste, dass da unten eine Sackgasse ist. Ohne Witz, ich wusste, dass da unten die Sackgasse ist. Ich hab mir nur hab ich da vielleicht diese Klappe übersehen? Weil ich bin jetzt komplett durchs Haus geflitzt und bin da unten nur nicht gewesen, weil ich wusste, das ist eine Sackgasse. Da verreck ich. Und das war so deine letzte Hoffnung. Ja, das war meine letzte Hoffnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war die letzte Hoffnung. Und dann stand ich da und dachte mir,
Nein! Und komm hoch und dann steht er doof da. Mist. Dann bin ich so, Mist. Let's see. I'm Francis, and that's Grandpa Bill. Where the hell did all these vampires... Hell yeah! Hi, Clem! Ein letztes Mal. Ich bin behindert, Show. Obwohl ich voll toll bin. Yo! Ne, den letzten Teil kannst du weglassen. Dark. Wo ich voll bin, yo? Ja, genau das kannst du weglassen. Bin aber toll. Hi, Vero. Na, nimmst du mich mit? Oh. Oh, Mama. Na, okay, komm. Ja. Okay. Na, wie geht's? Oh, ich dachte, ich stopfte die meine Schuhe von dir. Ups. Okay. Glaube schon. Glaub. Warum hat er so? Warum ist er schon fast tot? Richtig. Ich mag es echt, wie Viro mal ausgepiept ist, wenn er versucht zu fluchen oder so. Ja. Oh, Alter, was war das denn? Total, ey. Vor allem, ich bin nicht mal bis zu... Alter, da die Steuergeräusche geht immer voll auf den Tisch. Du hast den Medic gerade umgebracht. Ich würde mich vielleicht weniger mal konzentrieren, nicht gefunden zu werden. Ich hätte echt gern Johnny seine Reaktion gehört, als ich... Wollen die Generatoren reparieren, du Laufen. Geh doch mal weg! Boah! Alter, das war ein creepiges Bild. Benutzt doch einfach mal den Charge. Guck mal in die Kiste. Wo ist der Haken an der Sache? Mir gefällt das, selbst wenn ich schon tot bin, dass ich Leute mental immer noch verarschen kann. Und dieses Minispiel geht mir total auf den Sack. Das ist genau so eins, was ich nicht richtig kann. Welches Minispiel? Du meinst... Diese scheiß Time Trail! Ey, das ist ein Kack! Stimmt, da hast du recht. Ich meine, wäre es ein bisschen zu spät? Lauf. Du bist ein Penner! Nein, du bist ein Penner.
bin ich. Du denkst du? Ist das so, du bist Clementine, du hast viel Schlimmeres überlebt. Gefühlt fünfmal. Weißt du was? Ich hab die Diktatoren, die mich dazu. Incoming! Alter! Ich glaube, das war der letzte Tag, an dem Iro in seiner Wohnung sein wird. Ja! Hey, das ist der nächste! Nein, da war kein Loch in der Wand. Mist! Ey! Ich bin gleich tot, oder? Ich bin nicht verwundert. Ja, ich bin gleich tot, oder? Ja. Alles klar. Instant! Okay, du bist tot. Let's see. I'm Francis, and that's Grandpa Bill. Hat gar nichts gebracht, die Scheiße. Die Tasche. Das bringt nur was, wenn nur du Geist hochhebst. Ja, nee, nur. Gut zu wissen, so eine Scheiße. Hier, Johnny, darf ich dir dieselbe Frage stellen? Kennst du das Spiel Snake? Hä? Na klar! Ich bin der Bitbot, verdammt nochmal! Ja, Ständer, ich sehe das. Was ist denn das für eine verkackte Tradition? Immer in den Keller zu gehen? Sondern bist... Ich hab's fast geschafft, verdammt! Nice! Ja, mach das ruhig, du kleiner Penner, du! Du Mongo! Und jetzt? Da oben! Dümmste ist halt nicht, dass du nicht mehr da... Da bin ich überall. Hä? Was? Bi-ba-ba-ba-da-bop. Ba-ba-ba-da-bop. Bi-ba-ba-ba-ba-da-bop. Oh Mann, geht der mir auf den Sack. Ja, John. Kennst du diese McDonalds-Figuren? John, du hast mich heute ziemlich hart enttäuscht, weißt du das? Mir scheißegal, heul doch! John, du hast mich heute ziemlich hart enttäuscht, weißt du warum? Weil was? Du hast mich heute ziemlich hart enttäuscht. Ich kann dich leider nicht hören. Es ja, ist pack mal. Ja, ist zu laut. Du musst später mir was sagen. Nee, ganz ehrlich, als du ein Mörder warst, hätte ich eigentlich gedacht, kurz bevor du jemanden triffst, wirst du einmal rufen, hier ist Johnny! Stimmt. Ah, okay. Das hast du ja nicht here gemacht, das fand ich Johnny! Schade. Ja. Ja, du bist ganz in meiner Nähe. Naja, die drei Schritte. Perst, du bist ein Spackerlack, weißt du das? Wie gesagt, wenn ich nicht Mörder sein darf, dann töte ich halt auf andere Art und Weise. Du wirst das in Zukunft noch in jede Hinsicht bereuen, in jede Hinsicht. Das wünsche ich mir. Dein Wunsch wird in Erfüllung gehen, ich schreib den Nikolaus. Schreib aber nur einen Krampus. Frag mich, warum gibt's das Item den Knebel? Warum gibt's das nicht? Einfach, dass das Weib mal die Fresse hält. Was, magst du es nicht, wenn's stöhnt? Doch schon, aber nicht so. Ey, war aber auch geil, als du das gesagt hast. Jetzt kann man's hier raushauen. Und du haust ja selber raus, ich wollte dir noch meinen Keller zeigen, genau, da stand John vorm Keller. Ja. Ich muss jetzt so das Lachen verkneifen. Gott sei Dank. Ohne Scheiß, ey. Yeah. Yeah. Pers! Pers! Beim ersten Mal warst du ein Arschloch, beim zweiten Mal sage ich nur Danke. Ja.